Und nach diesen routinierten, populären Spitzenkönner jetzt zu einer Nachwuchsformation, die noch nicht so bekannt ist, sie kommt aus dem Appenzellerland und pflegt eine Sparte, die wir eher ein bisschen selten bei uns zu Gast haben, nämlich das Maulorgeln. Sie, Hans Frey, sind der Chef von dieser Gruppe. Wie heissen Sie? Maulorgeler vom Händerham. Händerham, ist das der Name vom Hof, wo Sie herkommen, oder am Berg, oder was ist das? Nein, das ist von der Gemeinde, wo ich herkomme. Die hat früher nach Händerham geheissen, wo sie noch zu Urnäsch gehört hat. Und dann haben die Urnäscher vom immer gesagt, das sind die Händerhammer. Wann war das etwa so gewesen? Also, der Schöne Grund ist dann 1720 gegründet worden, also das war vor 1720. Also, nachher hat dann auch noch ein bisschen. Also, so alt ist natürlich euer Quartett noch nicht. Wann habt ihr euch zusammengetan? Vor 3,5 Jahren haben wir uns zusammengetan. Wenn wir «mer» sagen, dann meinen wir damit auch Ihre drei Kollegen. Vielleicht können Sie die mal kurz vorstellen. Jawohl, da hätten wir zuerst den Beat Rotach. Er spielt zweite Stimme, kommt von Schwellbronn, ist 13 Jahre alt und geht noch in die Schule. Dann nebendran am Bass, da ist der Walter Rotach, das ist sein Bruder, der Beat sein. Er macht eine Lehre als Zimmermann und ist 16 Jahre alt. Dann der mit der grössten Maulorgel, da ist der Werner Aschli. Er kommt von Schönegrund, macht eine Lehre als Zimmermann und ist 16 Jahre alt. Und Sie selber, Hans Frey? Ich bin 19 Jahre alt. Ich komme auch von Schönegrund. Und was machen Sie beruflich? Lehre als Bauschreiner. Sie haben also einmal angefangen Handörgeln. Aus welchem Grund haben Sie als Appenzeller nicht ein Geigen oder ein Hackbrezerhand genommen, sondern ausgerechnet ein Maulörgel? Ja, erstens geht es nicht viel und mein Vater hat schon ein bisschen Maulörgel. Und hat es mir halt auch ein bisschen angemacht. Haben Sie dann dürfen im Vater sein Maulörgel brauchen oder wie war das? Zuerst schon, ja. Und dann haben wir dann zu Weihnachten ein Maulörgel bekommen. Und wie haben Sie denn das gelehrt? Haben Sie irgendwie einen Maulörgel-Lehrer gehabt oder wie ist das? Nein, wir haben da alles selber ein bisschen am Anfang und wir haben ein bisschen Kassetten gehört. Und von wem haben Sie Kassetten gehört? Das sind doch so ein bisschen neue Vorbilder geworden. Ja, Maulörgel vom Zürichsee, Emmental, Lützelflüe oder Marino Manfredini auch. Und danach haben Sie angefangen zu üben miteinander und wann war so der erste Auftritt gewesen? Ja, das war ziemlich klein gewesen eigentlich. Das war etwa 3 Monate nachdem wir angefangen haben. Das war schon der erste Auftritt gewesen. Ich nehme an, der war im Appenzellerland oben gewesen. Ja, ja. Wo war das gewesen? Das war im Schönen Grund gewesen. Und wie haben die Appenzeller reagiert, wo die 4 jungen Männer nicht mit Geigen und Cello und Hackbrettern hergekommen sind, sondern mit Maulgeigeli? Ja, ist gut angekommen, ja, muss ich sagen. Ja. Und wo dürfen Sie jetzt so hauptsächlich auftreten? Das sind Geburtstage, Hochzeit, Unterhaltung können Sie auch sehen als Einlage. Einfach, oder? Und wenn ihr auftreten könnt, also die Leute haben an euren Vorträgen natürlich Freude, habt ihr noch nie Lust gehabt, euch zu erweitern, zum Beispiel einen Bassgeiger dazu zu nehmen oder so? Ja, nein, das eigentlich nicht, weil wir uns lange mit 4, oder? Habt ihr mit anderen Maulörglern in der Schweiz auch einen Kontakt, persönlichen Kontakt? Nein, haben wir nicht. Das haben wir gar nicht. Geht es vielleicht noch, aber. Ja, das wollen wir hoffen. Vielleicht nach dieser Fernsehsendung. Ja. Haben Sie festen Schlotteri zum Auftreten, also vor Fernsehkamera? Ja, ist schon etwas anderes als sonst, ja. Jetzt können Sie sich auch noch ein bisschen beruhigen, indem Sie Karten ziehen für die nächste Sendung. Die nächste Sendung ist übrigens am Samstag, am 8. November. Dann offen immer auch wieder bodenständige Kosten. Und erfüllen dann unter anderem den Wunsch von der Lydia Hautle, wenn ich das richtig lese, St. Gallen. Es wäre noch möglich, dass die etwas Appenzellerisches wünschen. Nein, sie wünscht sich Kapelle Echo vom Sonnenberg mit dem Titel Auslumpete in der Blumenhalde. Kennen Sie die Kapelle Echo vom Sonnenberg? Ja, schon gehört von ihnen, ja. Und am 8. November werden Sie es dann auch zu sehen bekommen. Ja. Wir schauen die nächste Drucke an. Das sind Handorgelinterpreten drin, Schweizerörgler, Akkordeonisten und so weiter. Das haben sie eine schöne, wunderschöne Ansichtskarte rausgezogen, die das Wetterhorn zeigt. In Grindelwald geboren, seit 23 Jahren wohnhaft in Roll, wünsche ich mir etwas von den Gletscherbuben. Das wären die Schweizerörgler, Gletscherbuben von Grindelwald. Die werden wir das nächste Mal sicher gerne aufspielen. In den nächsten Drucken da haben wir Bündner und Appenzeller Interpreten. Mal schauen, ob sie eigene Landsleute rausnehmen oder etwas anderes. Von Thunstetten kommt die Karte, ist von Frank Steiner aufgegeben. Oder wünscht sich die Streichmusik Roman Kölberer, Kölbener, Entschuldigung, von Appenzell. Kennen Sie den Roman Kölbener? Nein, kenne ich nicht. Nein. Das ist eine bekannte Streichmusik und wir freuen uns, dass wir die das nächste Mal dürfen vorstellen. Und schließlich haben wir noch etwas für diejenigen Leute, die gerne hören jodeln, die gerne hören singen. Wenn wir schauen, dass wir nur eine Karte nehmen, danke vielmals. Es ist eine Postkarte, sie stammt von einem Herr oder Frau Wasim, wenn ich richtig lese.
von Längenhäusern im Kanton Bern. Und sie wünscht sich ein Jodellied von Fritz Wasem, also der gleiche Name wie der Einsender, von Lanzenhäusern, begleitet von Werner Gasser. Via Werner Gasser werden wir sicher an den Jodler herankommen, was nächstes Mal dann wird jodeln. Jetzt aber noch zu dem Stück, das ihr uns spielt. Ich glaube, ihr sucht eine Synthese zwischen eurem Instrument, Mulorgeln und Musikgut von der engeren Heimat und spielt uns ein Zäuerli. Was ist das für ein Zäuerli, das wir hören? Das ist ein Naturjodel mit einem Wälzerli dran. Und wo haben Sie den her? Ja, der ist mir einfach irgendwann mal in sich gekommen, während dem Spielen und während der Probe. So kommt mir da manchmal in sich. Und nachher haben Sie es noch ein bisschen miteinander besprochen, ein bisschen verbessert. Ja, wir haben es verbessert und den Teil ein bisschen gefeilt und dann am Schluss. Also wenn wir das zweckgefeilte Zäuerli uns anlassen, ich darf Sie bitten, zu Ihren Kollegen durchzugehen. Und ich kann Ihnen, liebe Zuschauer, vielleicht noch zwei, drei Sendungen sagen, die demnächst auf dem Bildschirm, auf Fernsehen 1, zu sehen sind. Und zwar haben wir am nächsten Freitag eine Feierabendsendung, wo der Sepp Deutsch sie begrüßt direkt aus Heimberg, also aus dem Kanton Bern. In zwei Wochen ist dann Regina Kempf am Samstagvorabend dran mit ihrem traditionellen Kalender. Und in vier Wochen stellen wir Ihnen in der Sendung unsere Musik am Mann vor, die in der Ländlermusik eine recht wichtige Rolle gespielt hat, aber eigentlich nie gross rausgekommen ist, weil er nie vorgespielt hat, sondern immer Begleitinstrument gebraucht hat, also Bassgeigen, Posaune, Blasbass und so weiter, und das ist der Sepp Bleicker. Das heute in vier Wochen. Und schließlich noch, wie bereits schon mal erwähnt, die nächste bodenständige Kost, die am 8. November ausgestrahlt wird. Jetzt aber gehört der Bildschirm der Nachwuchsformation, der Mulörgler vom Händerham. Sie spielen uns ein echtes Mulörgeli-Zäuerli aus dem Appenzellerland.